Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich bin ja in meiner alten Heimat wieder angelandet und nochmals vielen Dank für die vielen Leute. Ich glaube, es waren knapp 150 Leute im Stream am Mittwoch. Es war ja erstmal der letzte Mittwochstream, die mit live miterlebt haben, wie mein Rathaus hier auslief. Ich verlinke euch den Livestream nochmal oben, denn er ist ja nachts noch online gegangen. Und ich habe seitdem ja so gut wie fast gar nichts gemacht, denn die ganzen Sachen haben ja auch ein bisschen Wartezeit und ihr seht das so ein bisschen an meiner Base. Ich habe mir auch eine Farmbase gebaut, glaubt man gar nicht. Ich bin ja so ein fauler Basebauer, aber ich bin einfach ins Internet gegangen und habe mir dort irgendeine Farmbase geschnappt für Rathaus Level 11. Und ihr seht das auch, ich habe schon so ein bisschen weitergearbeitet. Also die Mauern hier versuche ich jetzt möglichst schnell schon mal fertig zu bekommen. Das heißt also auf den Stand von Rathaus Level 10. Und ich habe das Kanönchen hier schon so ein bisschen gelevelt, der Bogenschützenturm geht hoch und die Sachen, die ich im Stream angestoßen habe, die laufen jetzt natürlich immer noch. Das heißt also, der X-Bogen läuft immer noch. Der läuft schon auf seinen nächsten Level. Der ist gestern schon einmal fertig geworden. Und natürlich hier unten das Labor. Ja, was ist eigentlich jetzt Ziel? Ziel ist es ja von mir erstmal, wieder kriegsfähig zu werden. Und ich habe gedacht, kriegsfähig wirst du natürlich mit den Warden auf Level 5. Und ich habe in der Stream-Nacht, muss man ganz klar sagen, noch so lange gelevelt, bis der wenigstens auf Level 3 war. Das heißt, dass ich ihn auf 4 ziehen konnte. Und der läuft jetzt noch 4 Stunden und ein paar Minuten, 29 Minuten. Dann ist er Stufe 4 und wir wollen ihn natürlich auf 5 haben, damit wir die Fähigkeit haben. Denn die Fähigkeit bringt uns natürlich nochmal, ich glaube, 3,5 Sekunden die Immunität gegen Schaden der Truppen in seiner Aura. Und das wollen wir in jedem Fall machen, denke ich mal. Mein Adler ist verrostet. Ja, ich bin noch nicht einmal seit dem Stream, ich bin noch nicht einmal angegriffen worden. Das heißt, mein Adler hat noch nicht einen Schuss abgelassen. Denn ich hatte mich ja ganz, ganz stark runtergefarmt. Und ihr seht das hier, nur Drops von anderen. Ich meine, ich mache es ja nicht anders, wenn ich runtergehe. Aber ich denke, ich bin ganz gut im Farm dabei. Ich farme im Moment ganz hart mit dunklen Truppen. Ich weiß, die kostet natürlich Unmengen an Dunklem. Aber ich will natürlich Gold und Elex zusammen haben erstmal. Und man sieht das hier, ich glaube, ich bin ganz gut beisammen im Moment. Habe gestern allerdings einen kompletten Tag nichts gemacht. Ich habe mir einfach mal einen Clash of Clans, ich nenne es mal so Auszeit-Tag gegönnt, denn ich habe echt lange gearbeitet, habe dann abends in irgendwelchen Geburtstagsstreams abgehangen und bin um 10 Uhr einfach ins Bett gegangen. Habe also wirklich nichts mehr gemacht und deswegen, ich nehme mir heute Morgen auf, also Freitagmorgen, ihr seht, das Event ist auch eben gestartet. Ich habe die erste Armee hierfür auch schon fertig und ja, wundert euch nicht, ich nehme Erdbebenzauber, klar. Ich verzichte jetzt mal auf Jumpspell hier im Farm, denn der kostet Elex. Ich will ja Elex sparen. So ein bisschen gebe ich natürlich aus jetzt durch die Magier, aber das ist nicht so schlimm, denn die kosten ja im Moment nur 450, also auch damit kann ich leben. Und hier baue ich immer exakt, ich nehme einfach 2 Skelettzauber mit zum Farm, reicht das. Nächstes Event ist auch, habt ihr auch gerade gesehen, ist natürlich das Fill Your Treasury Faster. Es gibt ja den vierfach Lot oder vierfach Sternbonus und ich bin natürlich im Moment ein bisschen niedrig, muss ich sagen. Den nächsten kriege ich auch erst in 11 Stunden. Mal gucken, wo ich in 11 Stunden gelandet bin. Ziel ist auch da, vielleicht die Meisterliga wieder zu erreichen und ich versuche natürlich irgendwo dann den Bonus möglichst großzügig mitzunehmen, um mir meine Lager wieder zu füllen. Was ich nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich mein Dunkles, denn in 5 Tagen und ein paar kaputten, muss ich unbedingt das Schwarze natürlich auf 200.000 haben, denn die Bowler sollen bei mir als erstes im Labor hochgehen. Und ihr seht das hier gibt es richtig, richtig Lot. Aber ich suche natürlich immer so einen richtigen Brocken und den finden wir sicherlich auch irgendwann. So, da ist er. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Ja, ihr habt das gesehen, das dauert auch ganz schön. Manchmal die Suche und ich nehme den natürlich mit, weil ja, der hat bis auf den Adler ja so gut wie keine Def. Und wir machen uns hier einfach schon mal so ein Riesenloch in die Base rein, denn die Base ist offen. Da brauche ich nur hier rein und die 500.000
Würde ich natürlich gerne mitnehmen, auch wenn er einen Adler hat, stört mich das nicht wirklich, muss ich sagen. Und jetzt machen wir schon mal die Skellies hier weg. So, mal ein bisschen mit der Maus hier rumgeklickt. Jetzt habe ich natürlich ein paar Mauerbrecher dabei, ja. Ist nicht so tragisch, denke ich mal. Und wir gehen hier trotzdem rein, dann kann der Adler auch ruhig schon mal aufgehen. Das macht nichts an der Stelle. Und ich nehme auch voll die Clanburg hier mit. Ich weiß gar nicht, was ich hier drin habe. Da muss ich erstmal reinschauen. Ah, ich habe hier Magier drin. Okay, ich habe hier ein paar Magier drin. Die sollen jetzt mal sehen, ob die jetzt wenigstens in die Mitte so ein bisschen gehen. Denn ich muss ja ein bisschen was in die Mitte haben. Das ist ein bisschen doof hier. Deswegen nehme ich einfach mal die Skellies hier für die Mitte. So, dann kann das hier aber durchgehen. Und die Magier sind in der Mitte. Das ist super. So ein bisschen Def haben wir natürlich zu machen hier. Und wir müssen, glaube ich, auch hier so ein bisschen... So ein bisschen den King, einfach mal ein bisschen Gift, ein bisschen verlangsamen. Mal sehen, ob wir hier gleich noch irgendwo den Freeze auf eine Defense ziehen. Denn da in der Mitte kriegen jetzt meine Magier gleich. Gleich nehme ich den Beschuss. Und das ist natürlich nicht so gut. Denn dann nehmen wir den erstmal raus hier, nehmen den King jetzt erstmal aus dem Spiel. Würde ich mal so sagen. Und dann haben wir in jedem Fall, ja, das Elex kriegen wir in jedem Fall hier aus der Mitte. Denke ich mal raus und mal sehen, wie weit meine Queen noch geht. Die muss jetzt noch... Oh, okay, das ist, die ist zwar nicht so stark, die Def, aber sie ballert immerhin auf meine Queen und... Aua, aua, aua. Ach, mal gucken, schafft die Kanone? Jawohl, die Kanone schaffen wir, aber... der Bogenschützenturm schießt da hinten auf meinen Golem da in der Mitte. Schnell weg damit, jawohl. Das haben wir noch gepackt. Und noch den Magierturm, ja. Die Base war jetzt nicht so stark, aber ich habe mich jetzt noch ein bisschen schwer getan hier. Ist aber nicht so schlimm. Den haben wir in jedem Fall im Sack und wir haben auch die Pokale im Sack. Und ich würde sagen, wir kriegen ja auch wieder etwas wieder. Das heißt also, wir kriegen ja 200 Juwelen wieder. Deswegen hauen wir hier beinhart den Boost rein. Ich muss mal gucken, was das eigentlich heutzutage kostet. 5, 10. Den Warden brauche ich jetzt nicht. Dann haben wir die Kasernen. Mit 30 sind also insgesamt 40 und wir müssen unsere Zauberschüssel hier auch boosten, sind 50. Okay, also 55 wären es dann mit Worden und ich würde sagen, ja, wir machen gleich weiter. Die nächste Frage, die man sich natürlich stellen kann, warum mache ich jetzt nicht den Worden eben mal fertig mit 51? Ich habe ja genug Gems und ich habe ja reichlich auch dazu bekommen, als ich das Worden bzw. das Rathaus 11 Paket gekauft habe, ja. Das hat ja nichts damit zu tun, auch wenn ich jetzt noch knapp 10.000 Juwelen habe. Der Geiz ist geblieben, ja, also ich nutze jede Minute, wo ich nicht gammen muss und könnte den jetzt natürlich schon ganz locker auf 45, gar keine Frage. Ich habe die 4 Millionen ja schon zusammen. Nächstes Ziel ist natürlich, nachdem ich den Warden auf 5 habe, ich muss ganz, ja, was heißt schnell, die laufen nun mal 7 Tage, ich muss den Gold Storage hoch haben, also die Goldlager, alle 4. Denn erst alle 4 Lager, wenn ich die voll habe, kann ich meine Clanburg machen und auch den Adler erst. Denn hier oben gehen nur 9 Millionen rein und es gibt pro ausgebauten Lager 250.000 mehr. 4 mal 250.000 ist 1 Million mehr. Dann gehen hier oben auch 10 Millionen rein. Also das sind die nächsten Ziele, aber ich lasse mich vielleicht einen Bauarbeiter erstmal frei. Ihr seht das hier, heute läuft in jedem Fall noch einer aus, nämlich der vom Archer Tower. Also vom Bogenschützenturm und vielleicht lasse ich mir den frei für ein paar Mauern, denn die mache ich erstmal mit Gold. Erstmal schön schwarz und ein bisschen lila ist da noch zwischen. Das stört mich natürlich, aber wir wollen den Booster nicht verlaufen lassen hier. Also gehen wir wieder rein ins Spielgeschehen und suchen uns einen netten Gegner. Oh, mal schauen. Also wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, was Gegnersuche angeht und könnte natürlich, klar, wenn ich jetzt den Warden mir gemme, dann ist er mit dabei, dann ist er als Unterstützungstruppe dabei, aber ihr habt ja gesehen, die Suche dauert einfach ein bisschen, denn ich suche nicht unbedingt einen aktiven Gegner, sondern ich suche natürlich einen, der A, nicht so eine starke Defense hat und B, natürlich die passenden Ressourcen für mich bereitstellt, wie sich das anhört, und ich dem entsprechend etwas entlocken kann. So einer hier zum Beispiel, ja, so einer, also mal ohne Schnitt hier gesucht. So einer ist natürlich top hier, dann kann ich auch gleich was für meine Inferno-Errungenschaft was machen, also Inferno-Türme XX mal machen und auch für den Adler hier, den nehmen wir mit. Ich würde sagen, wo ist die Queen? Die Queen ist da hinten. Müssen wir die erst aus dem Spiel ziehen? Ah ne, die kriege ich vielleicht mit meinen Skellies. Das heißt, wir gehen mal hier über den großen Wächter rein. Ich habe meine Armee jetzt
so ein ganz, ganz kleines bisschen gleich umgestellt. Denn ich habe ja festgestellt, ich brauche ja gar nicht so viel Magier mitnehmen. Ich habe ja immer 8 Stück in der Clanburg. Und die zählen ja auch fürs Event. Das heißt also, die kann ich an der Stelle super gebrauchen. So, wie weit gehen denn Ah, die gehen gar nicht weit genug durch. Okay. Dann, wir machen einfach hier auf, das reicht. So. Und wir nehmen auch die Clanburg mit hier. Und ihr seht das hier, man kann hier fast ohne einen großartigen Zauber durchmarschieren durch solche Bases hier. Und die passen mir natürlich richtig gut. Denn dann haben hoffentlich meine Helden nicht ganz so eine starke Regenerationszeit. Ja, so ein bisschen ballert hier natürlich noch. Das heißt, wir hauen hier mal den Fries, glaube ich, rein. Und nehmen doch den Bogenschützenturm hier mit den Skeletten vielleicht raus. Mal gucken, ob die den Bogenschützenturm hier machen. Ah, ja, jawohl. Da unten ist er weg. Mein King geht ganz gut mit durch hier. Ich mache euch das mal ein bisschen größer. Und, die sind alle auf dem Haufen. Das ist natürlich top. Das ist top, dass sie alle auf dem Haufen sind, denn außen gehen so ein paar Bowler mit. Das ist auch super. Aber den King drückt es jetzt doch schon nach außen und die Skellies sind mit dabei. Also sieht gut aus hier. Und dann sind wir auf jeden Fall auf dem guten Weg. Ja, gerade als Rathaus Elf hier brauchst du zu Anfang, habe ich ja jetzt festgestellt, echt viel Elex und Goldlager worden. Also je nachdem, was man natürlich haben will. Und im Stream hat zwar der eine oder andere gesagt, Mann, mach die Infernos, aber die brauche ich noch nicht. Die brauche ich noch nicht. Ich mache jetzt erstmal die Defense nach, die neu reingekommen ist, um die auf Rathaus 10 Niveau zu bekommen. Und dann mache ich Stück für Stück die alte Defense, was heißt die alte Defense, dann geht es irgendwann mal an die neuen Sachen, gar keine Frage. Und ich habe jetzt etwas anders nachtrainiert. Ihr seht das hier, ich habe nur noch vier Stück von dem mit, denn ich lasse mir einfach Magier in die Clanburg spenden. Dann habe ich auch 12, das zählt ja. Und ich kann sie nicht nachtrainieren. Das ist auch ein bisschen doof, denn ich habe jetzt eben ein Gift nicht verbraucht. Ich müsste die Spells einfach verbrauchen, dass ich hier wirklich Quick Train kann. Und dann muss ich die mal eben modifizieren. Hier, nein, ach nein. Muss ich die eben mal modifizieren. Und dann kann ich nämlich noch ein paar blaue mehr mitnehmen. Einmal den Lakaien. Und wir farmen hier munter weiter. Ich muss jetzt doch ein bisschen warten, weil ich kann ja gar nicht so schnell meine Clanburg anfordern, wie ich hier durchfarme. Ist auch nicht schlecht. Und verliert man natürlich so ein ganz kleines bisschen an Zeit. Ich meine, man könnte jetzt drauf verzichten, aber ich will einfach mal diesen Gegner hier machen. Und wieder ohne Schnitt hier gesucht hier, der wird keine Clanburg haben. In der Mitte sind die Helden. Ja, gar kein Thema. Leute, da gehen wir einfach so rein hier. Da kenne ich ja nichts. Also keine Furcht hier. So, wo machen wir denn eigentlich? Wo gehen? Ah, okay, da gehen die Mauerbrecher hin. Die sind jetzt zwar ein bisschen doof gelaufen, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir nehmen die Meute an Bowler hier mit rein und ich nehme jetzt aber mal, glaube ich, keinen. Ah, doch, ich nehme hier jetzt. Nehme ich den, den Giftspell nehme ich jetzt noch nicht, den hau ich gleich irgendwo raus. Die sollen hier jetzt durch die Mauer gehen und hier hinten das Stück mache ich auf. Da mache ich es auf. So, dann können die hier richtig reinhauen und ja, schade auch. Jetzt habe ich hier noch einen Giftspell. Ja, den habe ich wieder nicht verbraucht. Das ist wirklich ein bisschen doof, muss ich sagen. So, wo ist denn mein King? Wo ist mein King? Oh, ich finde den King nicht. Ah, da hinten geht er, okay. Den muss ich eben mal schützen vor der Kanone. King vor der Kanone geschützt. Und dann nehmen wir hier noch den Lakaien mit rein. Wo sind hier meine. Ah, okay. Ja, die nehme ich gleich. Die lenke ich nämlich jetzt schon ab hier mit meinen beiden Skelly-Zaubern hier unten, die beiden Gebäude. Ich weiß, da ist ein Magierturm, der macht mir die Skelette natürlich zunichte, aber meine Bowler werden hier unten geschützt. Und auch mein einer. Magier, das ist eigentlich der Mittel, einfach nur ablenken von etwas anderem. Und so haben wir den hier auch im Sack, wieder 20 Pokale. Also es läuft hier, ich zünde die Queen mal, dann ist die nämlich schon mal voll. Und nur der King muss so ein bisschen recken. Ja, manchmal greife ich auch nur mit Queen an, wenn mir das dann zu lange dauert und die Truppen zu schnell fertig sind. Ich werde sicherlich auch wieder irgendwann umstellen auf meine Kobi-Armee. Also aber erst nach dem Event. Und aber sieht ganz gut aus hier. Nochmal 427.000 rein. Was verbrauche ich denn eigentlich, wenn ich diese Armee
immer Quicktrainer, ja, 59.000 Elex nur, ne? Aber natürlich 6.381, ist aber nicht so schlimm. Nehmen wir ruhig mit. Wir kriegen in jedem Fall, ich meine, ich verbrauche jetzt immer mehr Dunkles, als dass ich natürlich wieder reinfarme, aber na, so ist das nun mal. Irgendeinen Tod müssen wir sterben und ich würde sagen, so eine Folge ist natürlich nicht completed, wenn wir nicht noch einen Angriff gleich hinlegen. Wir schauen mal, ob ich nochmal so viel Glück habe, ohne großartig jetzt hier Schnitte reinzubringen. Nochmal so einen Gegner hier kriege, wäre natürlich super. Und dann denke ich mal, haben wir auch richtig was reingefarmt hier. Es waren jetzt 4 Angriffe, also mit Boost hier natürlich, mit, ich nenne es mal fast so CK-Truppen. Ja, kriegst natürlich auch richtig was zusammen. Gar keine Frage, da geht richtig was in die Lager rein. Aber ich habe ja auch erstmal lange Laufzeiten von meinen Bauarbeitern und muss eigentlich gar nicht so hart jetzt hier am Stück farmen. Aber Ziel ist natürlich, den Warden hier auf 5 zu ziehen und das werden wir in jedem Fall ja können. Und wo hat er seine Infernos? Der hat ein Inferno, ne? Sehe ich da ein Inferno? Ja, ich sehe nur ein Inferno und keine starke Def hier. Wir gehen mal nicht über die Queen-Seite. Wo ist die Clanburg? Ah, die ist da. Okay, wir gehen mal über eine gerade Front rein hier. Kein Thema. Den nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, wir fangen aber hier auf der Ecke an. Ich will hier jetzt kein... Nicht, dass ich hier eine Bauhütte auch noch vergesse. Das wäre ja ganz fatal. Also ziehen wir jetzt erstmal unsere Golems ganz behändig hier raus. Und dann kann die RH9 der 4 schon mal ein bisschen schießen. Mehr ist hier nämlich nicht drin. Und dann nehmen wir mal so ein paar Bowler dahinter. Mal sehen, ich nehme mal jetzt nicht immer alle Mauerbrecher. Mal gucken, ob die da jetzt schon mal durchgehen. Ja, die gehen da schon mal durch. Und Queen hinterher, den Dicken hinterher. Und dann kann das hier jetzt erstmal reingehen. Alle Bowler geschickt. Jawohl. Oh, jetzt muss ich aber... Hier muss das Loch rein. Und eieieiei. Clanburg aus der Luft. Das ist nicht gut hier. Das ist an der Stelle blöde gewesen, aber ist nicht so schlimm. Ich denke mal, wir wühlen uns da noch durch. Mal sehen, wie weit wir hier letztendlich kommen mit unseren Truppen. Ich zünde den King mal, dann haben wir ein bisschen mehr an Truppen hier drin. Der Inferno ist raus aus dem Spiel hier, super. Und ich würde sagen, den Lakaien hier, den nehmen wir mal. Ah, den nehmen wir mal hier mit rein. Dann geht er außen rum mit dem Bowler hier. Wo ist meine Queen? Ah, manchmal sehe ich das auch nicht. Da ist sie. Da ist die Queen. Und die sollte mir, ja, wäre ganz schön, wenn ich das Lager noch kriege. Das sieht ganz gut aus hier. Das haben wir fast nicht geschafft hier. Queen verpennt. Nein, habe ich nicht verpennt. Super. Und der Dicke, oh, der Dicke geht hier unten gut durch. Jawohl. Der Golem tankt hier gut. Und jetzt kriegen wir in dem Fall noch so ein bisschen was an Ressourcen. Ja, super gemacht hier. Wir haben 6.500.000. Das heißt, wir können den Warden gleich hochziehen und wir können das erste Lager anstoßen auf Max-Level. Das heißt, das erste Goldlager. Wir haben also genug Elex drin und ich habe auch genug Elex für die nächsten Truppen. Dann, ich meine, ich bin dann gleich blank, gar keine Frage. Aber ich habe so ein ganz, ganz kleines bisschen in der Clanburg. Und das will ich natürlich auch verbrauchen, aber ich denke, wir lassen den King jetzt mal richtig auslaufen. Und dann kann der hier, ja, Geiz ist geil, also jedes Lager wird hier mitgenommen, gar keine Frage. Wir haben jetzt schon die 70%, also sind schon etwas drüber, das heißt, wir kriegen schon mal den vollen Bonus, das ist auch gut. Und dann kann der hier noch ganz behende rumgehen. Ja, und so ein 40er King, der ballert sich hier noch schön durch, gar keine Frage. Ja, da hinten das, schade. Kriegen wir jetzt nicht ganz, also nicht ganz auf Null gefarmt. Aber 33 Pokis hätte es für einen Dreier gegeben. Und wir haben über 70% hier. Das heißt, wir kriegen, ich glaube, 2/3 jetzt von dessen. Und das reicht dann auch an der Stelle. Ja, 20 Sekunden gucken wir uns den Golem jetzt nicht mehr an. 22 Pokale, auch noch 500.000 an Elex. Ja, das ist super. Das ist super geworden. Und ich würde sagen, wir holen das hier jetzt auch raus. Dann habe ich nämlich genug, um eine Truppe gleich nachzutrainieren. Aber was wir jetzt in jedem Fall erstmal machen wollen, wir nehmen erstmal jetzt unseren Warden hier auf Level 4. Jawohl, da ist er Level 4. Und den freien Bauarbeiter, den wir jetzt haben, den nutzen wir jetzt aber erstmal, um das Gold hier auszugeben. Denn ich habe gesehen, das geht natürlich gar nicht. Hier sind noch lila Mauern. Ich glaube, die ist auch noch lila hier. Jawohl, dann ziehen wir die auch schon mal hoch. Und eine war hier noch, da ist sie. Nicht zu vergessen. So, jetzt müsst ihr aber eigentlich alle haben. Ich gucke mal eben in den Editor rein. View Walls.
Und dann haben wir hier, ja, wir haben keine Mauer mehr, die jetzt lila ist, das ist super. Und ich hatte ja gesagt, wir machen erstmal Mauern. Ich fahre mir ja jetzt noch ein bisschen weiter. Das heißt, ich gönne mir jetzt schon mal die erste Mauer hier. Oder die ersten, ja, die ersten beiden Mauern schon mal auf Level 9. Dann haben wir das schon mal geschafft. Nehmen uns hier jetzt den Warden vor. 4 Mille. Oh, 2 Tage. 383. Wir haben ja gesagt, wir machen den Warden fertig. Jetzt ist er Level 5, jawohl. Jetzt hat er seine Fähigkeit, super. Und nächstes Ziel wird auch ganz hart gleich angegangen. Wir nehmen unseren ersten Gold Storage und schicken unseren Bauarbeiter da rein. Ja, wir kriegen ja heute noch einen frei. Also 7 Tage. Ich denke mal, das zweite Lager werde ich heute auch noch anstoßen. Und dann geht das schon mal rund hier. Ich hoffe, die kleine Farmfolge hier hat euch gefallen. Also nach The Day After oder The Day After. Der Warden ist jetzt auf Level 5, hat seine Fähigkeiten und ich werde da sicherlich heute noch einige Mal mit angreifen. Bin aber jetzt erstmal wieder kriegsfertig. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und bis die Tage, euer Toto. Flash.